Und willkommen zurück. Hier ist schon die nächste Folge, wie angekündigt. Ach ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal die beiden einfachen großen Substanzen. Einfach damit wir direkt hier mal zwei auf einmal haben und vielleicht sogar noch die dritte in dieser Folge anfangen können. So gut, hab die Uhrzeit, habe ich hier. guck mal da, Midgar, haben wir schon wieder ganz vergessen, ne? Dort haben wir schließlich gestartet und irgendwie fliege ich gerade völlig falsch. Aber wirklich völlig. Hier, wollten wir gar nicht so dringend hin. Eigentlich wollte ich mich zuerst, oh mein Gott, ich hab's vergessen. Na gut, jetzt sind wir zuerst mal hier, Fort Condor vor. Und danach geht's nach Rocket Town. Ich hoffe mal zumindest, dass das klappt überhaupt schon, dass wir überhaupt schon alles machen können. Nee, ich glaube nämlich schon fast nicht. Ich glaube nämlich, wir sind gerade exzellent auf einem völlig falschen Weg hier. Ach, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe es mal ganz ernsthaft nicht. Nicht, dass wir uns wirklich jetzt hier, sag ich mal, einen vorgegebenen Weg halten müssen. Kannst du schon mal sagen, da müsste nämlich eigentlich nach Yunnan. Und das dauert recht lange dort. Sogar sehr lange dort. Ne? Sieht aus, als hätten sich der Feind im Marsch gesetzt. Falls wir hier verlieren, ist es vorbei. Unser Leben ist in eurer Hand. Wir verlassen uns auf euch. Bereit? Okay, bereit. Entscheidende Schlacht. Okay, dann ist es doch schon richtig. Oh ja, und danke für das Geld. So, Juti, also, ja. Wir werden es wieder so wie letztes Mal machen. Ich lasse sie wieder angreifen. Ja, Spiel starten. Geschwindigkeit natürlich hoch. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, beziehungsweise jetzt. So, und schon geht der Kampf jetzt jeden Augenblick los, sobald der kleine Vogel da ist. Feines Evasion. Schön, schön. Werden wir direkt mal platt machen, das Mistvieh. Mein Gott, sie greifen an, wir verlassen uns auf euch. Ja, das machen wir schon. Ich habe nur eingefallen, sorry für die letzte Folge, dass sie ein bisschen kürzer war als gewohnt, weil ich habe ganz vergessen, ich muss ja noch die Kämpfer rausschneiden, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. War natürlich sehr schlau von mir. Den machen wir jetzt eben schnell platt. Der ist immer noch genauso schwach wie vorher. Ach, Gift haucht dich doch selbst, mein Freund. Ach, mein Gott. Oh, hat's dir ein bisschen wehgetan? Ist ja nicht schlimm. Ist immer noch nicht schlimm. Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich genächtigt haben, sind wir auch nicht mehr wirklich zornig. Weil, ihr wisst ja, ein guter Schlaf sorgt dafür, dass man nicht mehr zornig ist. Oder nicht mehr zornig sein sollte, außer es hat andere Gründe, weswegen man zornig ist, außer dass man übermüdet ist. Ich weiß, ich rede totalen Quatsch, die ist geschützt dagegen. Ja, mein Freund, kannst du noch so draufkloppen. Ja, mach weiter, dann haben wir gleich unsere Limitanzeige voll. Ich überlege gerade, ob ich nicht nochmal Vincent heilen sollte. Sollte ich nicht? Gifthauch dich selbst. Ach, du kriegst die nicht vergiftet, mein Freund. Da kannst du noch so oft drauf kloppen. Also den Gifthauch natürlich, ne? Sie sagt zwar, okay, da stinkt ein bisschen wegen Mundgeruch und so, aber das war's. Aber eigentlich müsste das mal langsam gewesen sein, hoffe ich doch mal. Habe jetzt natürlich noch gar nicht Ultima ausgerüstet. War natürlich auch schlau. Ja doch, wir werden es gleich mal ausrüsten. Ja, Winston hat es auch, Sid hat es auch einen auf den Apfel bekommen durch seinen Mundgeruch. Mega-Angriff. Ach, das ist doch bloß ein kleines... Ach du Heilige, das nimmt der Mega-Angriff. Da war ja mega Dünnpfiff war das. Ah, wirklich mega Dünnpfiff. Shiva ist komplett, die können wir direkt jetzt mal ganz rausnehmen. Und wir haben die Kaiserwache erhalten. Ja, wir haben es geklappt. Das war wunderbar. Vielen Dank. Ich bezweifle, dass Shinra jetzt angreifen wird. Ja. Ist doch okay. Ark, was? Der Condor. Sein Ei. Nein!
Die Eier, was ist mit denen? Ja, machen wir sofort. Erstmal nur ganz, ganz kurz Shiva raus. Wobei ich mir jetzt hätte eigentlich sparen können. Jetzt haben wir sogar schon zweimal Shiva. Na, da war es ein bisschen schnell schon durch. Aber hier und da ein süßer Kondor und... Phönix, der aus der Asche stieg. Hey, kleiner Vogel. Süßer Kondor. Der ist riesig, ne? Na gut, Mama war auch schon verdammt riesig, aber leider ist Mama runtergekippt. Boah, kann jetzt schon fliegen. Ist auf jeden Fall ein sehr fixes Ding. Phönix. Ich überlege gerade, ob wir nicht noch, ich nehme lieber den Schokoboköder, weil den muss ich eh noch ein bisschen hochpowern. Ach ja, war das, zurück? Ich finde gerade den Rückweg nicht, Leute, das ist ja hart. Ah, perfekt. Ja, und damit haben wir Fort Condor quasi erledigt. Nicht ganz, aber quasi. Wenn wir das jetzt natürlich noch ein bisschen auf den Weg machen. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal wieder hier nach Condor reinkommen. So ist es nicht. Denn wir haben noch alle Substanzen zu verkaufen. Aber werde ich erst machen, wenn ich das mit den Schokobus in Angriff nehme. Ich habe mir vorgenommen, mache ich erst ab CD3. Vorher ist das eh egal. Ich sag mal, ich möchte erstmal eine Party wieder komplett haben und so. Noch ein bisschen Geld scheffeln. Noch mehr alle Substanzen vollkriegen. Und dann kriegen wir ordentlich Geld. Wie viel, da werde ich natürlich dann auch einmal sagen, wenn ich es wieder weiß. So, und jetzt holen wir uns noch schnell... Was heißt schnell? Ist zu viel gesagt. Aber doch wesentlich schneller als das jetzt gerade nur gut. Zumindest aus meiner Zeitrechnung raus. In Rocket Town die nächste große Substanz. Das war jetzt eigentlich nur eine kleine Sidequest, also das war gar nicht für eine große Substanz, da bin ich jetzt ein bisschen ziemlich blöd. Na doch, wir gehen erst nach Rocket Town. Nein, Rocket Town geht noch gar nicht. Boah, da habe ich auch vorhin noch so im Kopf gedacht, so, ach, da geht doch noch gar nicht. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten, große Substanz zu kriegen. Und das ist da in der Geburtsstätte von Zack, wo ich ja leider Gottes den Dorfnamen vergessen habe und ich eigentlich immer noch hätte einmal nachschauen können. Und ich bin schon wieder falsch, ne? Oh, ich bin heute so durch den Wind einfach nur. Aber egal, genießt du einfach so lange die Landschaft hier, wie ich lang fliege. Oder hier, dieser kleine, wir fliegen senkrecht, ist auch immer interessant. Geht auch andersrum. Haha. So, hier rein nämlich. Da genau, mit dem zerstörten Reaktor. Dort finden wir nämlich auch eine große Substanz. Hier. Nein, nicht ein Kampf. War nur ein kleiner putziger Frosch, dabei ist mir aber aufgefallen. Machen wir mal anders. Zauber, hast du das? Nee, hast du das? Ja. Nein. So, jetzt sind wir nämlich eigentlich mal wieder voll aufgeheilt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich verwende immer die X-Tränke, weil wir die so großartig haben. Aber dabei wäre es gar nicht nötig. Komm schon, große Substanzen. Nein. Zum Glück muss ich mich nicht lange damit aufhalten. Doch zu früh. Ja, okay. Wie gesagt, dafür ist einfach schon zu lange her. Wir müssen uns wohl doch an eine bestimmte Reihenfolge halten. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das heißt, es geht jetzt ab nach Yunnan, haben noch gar keine große Substanz geholt. Außer die aus North Korea Reactor. Und mir ist eingefallen, ich habe immer noch nicht die... Ultima, wo bist du? Ultima, Substanz ausgerüstet. Oh, jetzt haben sie endlich. Tut mir wirklich leid. Also, das war jetzt echt sowas von einer absoluten Zeitverschwendung. Yunnan müssen wir wieder auf den Ostkontinenten hier drauf. Direkt am Strand. Mit der großen Kanone, mit der Sisterei. Die Sisterei ist hier nämlich. Ich hoffe es wirklich, dass das diesmal richtig ist.
Ich würde es mich nicht beschwören. Aber wir hoffen es mal. Diesmal kommen wir auch eigentlich mal hier so durch. Müsste doch zumindest. Oder? Ja. Ah, und ab nach oben. Ja. Ich mache ja schon. Ich hoffe wirklich, das ist jetzt der richtige Weg. Also, kann auch sein, dass wir jetzt nochmal zurück zu Cloud müssten. Beschwören würde ich es nicht. Also, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß, ich hätte mich mal früher ein bisschen vorher kurz schlau machen sollen. Habe ich aus mir nicht begreiflichen Gründen nicht gemacht. Ja, Hallöchen. Hier hinten war... Nein, da wollte ich gar nicht rein. So, nee. Ich habe versucht, dran vorbeizukommen, aber nein. So, hier ist da schließlich auch die Highwind geklaut worden. Und da haben wir noch ein Flugzeug, was nachher interessant wird. Jetzt noch nicht, aber später. Diese Militärflieger da halt. Waren zwei Soldaten zweiter Klasse, die einen böse Verletzten, also böse getan haben. Ganz, ganz böse fand ich das. Aber egal. Ich hoffe, ihr habt da oben trotzdem die großen Flugzeuge gesehen, die ich meine. Wenn nicht, ihr werdet spätestens dann ja halt später sehen, was ich gemeint habe. Jetzt könnten uns theoretisch noch ein paar vernünftige Waffen kaufen, aber die können wir auch später veranstalten. Erstmal geht's schön weiter. Und ich hoffe wirklich, wir sind stark genug drauf. Ja, er schreit. Ich weiß, da will ich aber gar nicht rein. So, und hier wollen wir nämlich hin. Na, jetzt kommen wir nämlich hier runter. Glaube ich zumindest, dass wir es können. Yep. Die einfach mal gekonnt ignoriert. Ja, ich möchte gern zum Boss. Und? Das ist nicht die Etage des Bosses. Naja, was soll's. Hallo. Das heißt, dass du... Weißt du das auch? Nein. Die wollen kämpfen. Oder? Wollen sie gar nicht. Willst du kämpfen oder willst du mich einfach vorbeilassen? Die wollen mich jetzt verarschen. Ach, Jemini. Okay, Leute. Sorry. Das heißt, das war jetzt eine komplette Folge. Total verschwendet. Sogar super verschwendet. Aber ihr habt schon mal die Wege gesehen, die wir später gehen werden. Tut mir wirklich leid. Also, das ist, ich glaube, ich werde hier zwei Folgen an den Tag releasen. Einmal diese. Die werde ich, keine Ahnung, wie soll ich die Folge nennen? Super Schwachfug. Genau, ich nenne sie Super Schwachfug. Ich bin jetzt echt einmal so, wir fliegen jetzt erstmal... Ich habe gerade keine Ahnung, wir fliegen jetzt erstmal zurück zu Cloud und hoffen, dass wir da weiterkommen. Ich verstehe das einfach nicht, also... Ich war mir so hundertprozentig sicher, dass wir jetzt die großen Substanzen alle holen. Aber offensichtlich war es doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Ach, das ärgert mich wirklich so dermaßen gerade. Also nächste Aufnahme bin ich auf jeden Fall wieder besser vorbereitet für ihn. Das geht ja gar nicht so. Das ist ja total der Müll, den wir abgeliefert haben heute, ne? Aber egal, wie gesagt, dafür kommt dann heute eine Doppelfolge. Vielleicht mache ich die einfach nur doppelt so lang. Kann auch passieren. Ja doch, ich mache die doppelt so lang, reicht. Heißt also, wir werden so rund 40 Minuten werden. Ja, danke, darf ich laufen. Wir haben noch keine Zeit, wir haben uns eh schon so viel verschwendet davon. Oder ich trenne sie doch lieber auf, aus einem ganz bestimmten Grund, den wir auch noch erfahren werden. Je nachdem, ob es jetzt wirklich so weit ist, dass wir jetzt hier mit einem Cloud hier lang düsen. Also Cloud quasi aus seinen Drogenwahn durch Marco-Energie da befreien können. Ne? Und genau darum geht es sich dann, dass wir dadurch dann einfach dann die nächste Folge starten werden, sobald es soweit ist.
Oh. Hallo, Wuffi. Geh weg, 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 geh weg. Und ist die Folge Super Schwachfunk immer noch dran? Oder startet jetzt hier schon die nächste? Welche Nummer bin ich? Ja, ich dachte, ich könnte etwas für ihn tun. Ich hätte echt aufpassen sollen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nämlich in den Cosmo Canyon. Das ist jetzt zumindest das Nächste, was mir einfällt. Ach, okay, also Folge Super Schwachfunk ist noch nicht vorbei. Ich hatte es ja beinahe gehofft. Doch leider war es nicht so einfach, wie ich es mir erhofft hatte. Ach, Manno. Das ist jetzt echt blöd. Cosmo Canyon, wo bist du? Wo bist du denn, Cosmo Canyon? Ja, wir gleiten mal rüber. Wow. Und da lassen diese sehr stylischen Wasserspritzer auf dem Boden. Da, der Cosmo Canyon. Irgendwo, zumindest. Da. Ich überlege gerade, wo es sinnvoller ist, zu landen. Ja, hier eigentlich direkt. Ah, kann sein, dass noch ein, zwei Kämpfchen hier kommen. Das ist echt so ärgerlich, das Ganze gerade. So viel Zeit für nichts. Für absolut nichts. Aber was soll's. Vielleicht sind wir hier jetzt einmal richtig, eigentlich mal an die richtigen Stelle. Und wenn nicht, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich meine, hab ich dann echt irgendwas so Fundamentales übersehen? Ich meine, wir waren in North Corell. Also North Corell, wie ist da gerade schon wieder stand? Die können sich auch nicht entscheiden, ob die es North oder Nord nennen. Ansonsten müssen wir nämlich gleich mal auf die Highwind gehen. Das wäre der nächste Schritt, der mir einfallen würde. Aber erstmal ab zu Buchenhagen. Boogie, ich komme, alter Boogie. Das ist echt schlimm, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tun soll. Und ich war mir so verdammt sicher. Bungang, hi. Nee. Das war's dann wohl auch nicht. Ah, dann heißt das jetzt also ab zurück auf die Highwind. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Oder müssen wir einfach doch eine Rocket Town zu Sitz statt? Machen wir als erstes. Wir gehen jetzt erstmal nach Rocket Town und hoffen einfach, dass das vielleicht sogar die richtige Entscheidung ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, die kommt als letztes dran. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das ist halt ärgerlich. Und irgendwie haben wir auch noch was in North Corell vergessen. Aber tun wir uns später. Da werde ich jetzt nicht extra hinrasen. Da finden wir nämlich noch Katastrophe für Barrett. Also die im vierten Limit Break halt für Barrett. Und wieder zurücklaufen. Na, 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 na. Der läuft irgendwie stylisch, oder? Das sieht... Ich find's irgendwie geschmusig, wie er so halt so läuft. Also los, ab nach Rocket Town. Mit dem smoothigen Sid in seine Heimat. Ja, ich weiß, ich schwinge immer so schön beim Fliegen. Gut, der ist halt auch noch ein Level 6 kleiner Pilot, ne? Ein Trainee so gesehen. Sind wir hier richtig? Es würde mich mal interessieren. Und wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung. Ne? Hier wäre nämlich schon eine ganz andere Szenerie, wären wir jetzt hier richtig gewesen. Leider nicht. Oh, das ist echt so dämlich. Ihr hängt wahrscheinlich gerade euch alle Gesicht, ja, keine Ahnung, Kopf mit Tischplatte und sowas. Weil ich hier so Ewigkeiten brauche. Das ist doch alles totaler Bockmist. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Highwind drauf. Habt ihr jetzt noch was zu sagen, Leute? Da waren wir doch schon.
dich und auch Errol. Okay, also sollen wir nach Fort Condor? Dann gehen wir jetzt halt nach Fort Condor. Also. Ja. Da waren wir zwar schon. Aber was soll's. Wahrscheinlich gibt's dann da doch eine große Substanz und ich bin einfach nur total mischugge gerade und weiß einfach absolut nicht mehr, was ich hier rede. Ich weiß es einfach nicht mehr. Verzeiht mir doch. Lieber ein bisschen schief liegen, ne? Schieflage. Juhu. Wozu kommen wir nicht nach Fort Condor? Fort Condor. Fort Condor. Da. Ja. Wollte auch sagen, also ich war schon eh schon für immer mehr an Zweifel, nicht sowieso haben wir keine große Substanz, aber liegt daran, dass ich gar nicht mit den Leuten gequatscht habe, genauso wie ich mit North Corell. Wo wir auch dann die Katastrophe bekommen hätten, die hole ich mir jetzt gleich dann auch erstmal direkt. Dann hoffe ich mal, dass das dann von der Folgenlänge her für diese Katastrophenfolge auch wirklich ausreicht. Das hoffe ich wirklich, also das geht ja inzwischen gar nicht mehr, was ich hier abliefere. Aber doch, das müsste ausreichen, falls wir nicht schon in der nächsten Folge sind. Danke an alle, vielen herzlichen Dank. Ja, wer könnt ihr jetzt hier kommen? Schaut doch nochmal wieder. Was soll ich so sagen? Große Substanz, jawohl. Oh, danke. Ja, das ist sehr schön. Für die Condor haben wir doch gekämpft, Leute. Also für die Condore. Für die Condores. Da, na, na. So, und jetzt kommen wir endlich auch mal ein wenig voran hier. So, Jutti. Ich werde es jetzt aber dann so machen, dass ich jetzt hier wieder mal mich für diese Folge verabschiede. Ja, ich habe schon gesehen, Yunnan Unterwasserreaktor, da müssen wir als nächstes hin. Das wird auch da ein bisschen länger dauern. Also ich sag mal, bestimmt 2 bis 3 Folgen. Zumindest soweit ich mich noch danach entsinne. Runter zu Medil. Midel. Stimmt, okay, da müssen wir hin. Na gut. Gut, wie gesagt, dann mache ich jetzt hier ein kleines Päuschen nochmal ganz kurz für mich. Kurz was futtern, so ein Snickers oder so, weil sonst werde ich noch zu Diva. Und ich sag mal, bis gleich.